So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie Rot-Weiß-Oberhausen gegen Bergisch Gladbach. Das Ganze vor 2108 Zuschauern, Endstand 0:1. Zu meiner Linken Dietmar Schacht, Trainer Bergisch Gladbach. Ihr Kommentar zum Spiel. Ja. Erstmal Glückwunsch an meine Mannschaft. Ich glaube, sie hat sich heute für ganz großen Aufwand belohnt. Wir haben uns taktisch sehr clever hier verhalten. Meine Offensivleute haben hervorragend viel zurückgearbeitet. Wir haben die Chance, die wir hatten, haben wir genutzt. Dort sind wir 1-0 in Führung gegangen. Und dann haben wir sicherlich auch eine Abwehrschlacht hier gezeigt. Aber ich muss sagen, wie meine Mannschaft sich hier heute verkauft hat, Hut ab. Aber ich habe die ganze Woche über schon gesagt, wir können hier hinfahren. Wir haben nichts zu verlieren. Ich wusste, dass der Kollege, der hier hervorragende Arbeit leistet, seit er das Amt übernommen hat, die ganze Woche schon gewarnt hat vor uns. Weil ist ja klar, wenn Bergisch Gladbach kommt, wir haben nun mal nicht den großen Namen wie andere Vereine und wir sind Feierabendfußballer, dass man dann denkt, ach, das macht man schon, dann ist es natürlich sehr schwer, wenn man 1-0 in Rückstand gerät, den Schalter wieder zu finden und auch umzustellen. Das hat heute gut geklappt, das freut uns, wir genießen das, wir freuen uns bis Dienstag und dann geht es wieder mit dem Training weiter. Dir, Peter, weiterhin alles Gute. Danke. Peter, ein Kommentar. Ja, vielen Dank, Didi. Gratuliert habe ich ja schon. Wir sind natürlich alle tief enttäuscht und es war auch das erwartet schwere Spiel. Ja, aber ist nun mal so, dann kannst du warnen, wie du willst. Irgendwo, wenn das Spiel beginnt und du wirst nachlässig und gehst nicht in die Zweikämpfe, dann kannst du den Hebel hinterher nicht mehr umlegen. Und Bergisch Gladbach war aggressiver, laufstärker. Wir haben eine gute Ordnung gehabt. Sie haben uns, wie man so schön sagt, den Schneid abgekauft und haben hier völlig verdient gewonnen. Wenn du, und das habe ich vorher gesagt, wenn nicht jeder Spieler 100% gibt, dann wird es schwer. Wir hatten heute 4 Totalausfälle und die anderen waren weit weg von 100%. Und wie gesagt, wenn du nicht von Anfang an so ins Spiel gehst mit dem Siegeswillen, dann hast du es hinterher ganz, ganz schwer. Und wir haben heute den Sieg nicht verdient gehabt, weil wir zu nachlässig waren. In der zweiten Halbzeit war es etwas besser, da haben wir nach vorne gespielt, aber dann ist das nun mal so, dann kannst du machen, was du willst, dann kannst du dich um den Kopf stellen, dann geht der Ball nicht rein. Und ja, wir haben jetzt wieder Alltag hier in Oberhausen. Wir müssen sehen, dass wir den Abstand nach unten halten. Und müssen weiter die Woche arbeiten. Und dann gucken wir mal, was am Samstag im Wuppertal herausspringt. Danke. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Hier vorne gibt es ein Mikrofon. Keine Fragen. Okay, alles klar. Dann sehen wir uns wieder am 10. November. Das Heimspiel von RWO gegen Hüls. Schönes Wochenende noch.